Großbürgerlich. Beschäftigte er sich mit der Philosophie Immanuel Kant. Nach dem Studium der Philosophie widmete er sich der Kommunikationslehre im Kreis der Zahlen wieder Schule um Arnold Schönberg und betätigte sich als Musikkritiker. Ab 1931. Wie war das Wochenende so? Wie immer. Wir haben es wieder gemacht. Was habt ihr wieder gemacht und was bedeutet wir? Ich und Kevin, die Pranks. Durch die Nationalsozialisten. Während der Zeit, wo er die Kakteen auf andere Leute schmeißt. Kaktus, ja. Richtig lustig. Das heißt Kakteen. Aber davon mal abgesehen, denkst du nicht, dass es ein bisschen zu weit wird? Nee, es hat nur Spaß. Wenn es die Leute nicht verstehen, dann sollen sie gehen. Ja, nur Spaß. Naja, gut, ich gehe mich erstmal vor und entschuldige. Untersagt. Regel Nummer 2. Jedes Heben des Mundwinkels ist strengstens untersagt. Regel Nummer 3. Selbst der Blickkontakt zum Nachbarn ist strengstens untersagt. Unsere erste Stunde beginnt mit Handwerkszeug zusammenzubauen. Verbindung 2-Phenylphenol. Dies ist ein farbloser, kristalliner Feststoff mit einem sehr schwachen Geruch. Wo sind wir? Was meinst du? Wir waren doch gerade noch dieser Offizier. Wir mussten Stifte zusammenbauen. Wir haben jetzt Chemie bei der ollen Frau Kompansen. Das ganze Schuljahr schon. Kennst du den Stundenplan immer noch nicht auswendig? Findet sie Verwendung bei der Oberflächenbehandlung von Zitrusfrüchten. Hä?
Willst du mich verarschen? Du standst doch gerade noch neben mir. Und wo sind alle anderen hin? Anna! Melissa! Kommt vor! Beide! Trink das! Oder eine 2 geben und die Note könntest du für deinen Abschluss echt gut gebrauchen. Aber leider gefällt mir deine Art nicht. Du bist sehr aufsässig und neumeinflug. Jetzt liegt es wohl in meiner Hand. Ich kann mit deiner Note machen, was ich will und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst zwar deine Eltern vollfolgen oder dein Klassenlehrer, aber du weißt ja, wie das ist. Auch die können nichts bewirken, weil hinter mir das ganze Lehrerkollegium steht. Einer deckt den anderen und das geht immer so weiter, bis ganz nach oben, bis zum Schulleiter. Könntest du doch einfach deine Klausur zerreißen und deine Note würfeln und die Konsequenzen würdest nur du, ganz allein du, tragen und ich würde mir einen Spaß daraus machen. Sie können doch nicht einfach meine Klausur frei nach ihrem Ermessen bewerten. Recht ist. Als Lehrer und als Beamter haben Sie ein Eid abgelegt. Sie haben gelobt, Ihre Amtspflicht gewissenhaft zu erfüllen. Und die heißt Lernen und Erziehen und nicht Schikanieren und Erniedrigen. Nur weil Sie Lehrer sind, heißt es nicht, dass Sie Ihre Schüler behandeln können, wie Sie das wollen. Und gerade als Erzieher haben Sie sich dazu verpflichtet, mehr auf Ihr moralisches Verhalten zu achten als Ihre halb erwachsenen Schüler und nicht weniger. Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit der Zukunft jedes Schülers spielen, den Sie versuchen zu schikanieren wegen persönlicher Gründe? Alles, was Sie machen, ist das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer immer weiter in den Dreck. Das ist nicht einfach für uns Lehrer hier, gegen eine Wand zu sprechen, wenn ihr überhaupt nicht zuhört und am Ende noch schlaft. Habt ihr überhaupt Respekt vor uns? Du willst dieses Jahr deinen Abschluss machen. Wie willst du das schaffen? Abflug.